Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einer weiteren Wochendeko für euch. Dieses Mal sind wir schon bei der Woche 10 und ich zeige euch hier kurz, was ich als Inspiration für diese Woche genommen habe. Und zwar waren das paar Stempel, eine von mir mal selbst geschnittene Schablone. Die habe ich mit der Cameo auch aus Laminierfolie geschnitten. Das ist schon einige Jahre her, die sieht ja auch schon ein bisschen ramponiert aus, aber das Schöne an Laminierfolie, das hält. Da habt ihr sozusagen auch Jahre später noch Spaß dran. Und das war an sich ein Hintergrund. Also es gibt ja verschiedene Arten von Schneidevorlagen. Und diese hier hat mir irgendwie total gut gefallen. Da habe ich die ja dann auch geschnitten. Und wie ihr seht, kann man sie auch super zum Schablonieren benutzen. Oder wie hier mit dem Blending Brush. Einfach die Farbe reinwischen. Ich benutze diesmal sogar wieder ein Stempelkissen von Action. Und mir war nach pastellig, also nach der knalligen gelb-blauen Wochendeko letztes Mal, wollte ich was Pastelliges, was Zurückgenommenes, was nicht so bam ins Auge ist. Also gelb ist wirklich eine Farbe, mit der komme ich nicht wirklich zurecht. Aber ich liebe Türkis, ich liebe Aqua, ich liebe Hellblau und dann dachte ich, okay, ich mache diesmal etwas, was mir gefällt und habe mir dann dementsprechend einen türkisfarbenen Gel-Schreiber ausgesucht und markiere mir hier meine Einteilung. Das heißt erstmal die Wochentage, dafür benutze ich ja Kästchen, beziehungsweise ich teile die Woche in 7 Tage. Auf der linken Seite habe ich 3 große Felder, auf der rechten 2 große und 2 kleinere fürs Wochenende. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich möchte keinen Kasten, ich möchte mal, sage ich mal, etwas kreativer an die Sache rangehen und mal was anderes ausprobieren. Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach kleine Striche, die so aussehen wie genähte Stiche. Und gehe halt von beiden Seiten vom geraden Strich aus und setze mir halt diese Nahtkante. Und ganz ehrlich, ich finde es super. Ich denke mal, das werde ich auch erstmal so beibehalten, denn ja, es gefällt mir ganz gut. Und bis ich dann mir was Neues einfallen lassen habe, wird das wahrscheinlich in den nächsten Wochen erstmal so bleiben. Wie ihr seht, kann man so ein bisschen die Ranken von der Vorwoche noch erkennen. Und das ist halt dünnes Papier, was ich verwende. Das heißt, wenn ihr das nicht gerade auf Stickerpapier stempelt und aufklebt, kann es durchaus passieren, je nachdem mit was ihr stempelt, dass die Sachen dann halt wirklich durchscheinen. Die rechte Seite ist noch komplett leer, da ist auf der Rückseite auch noch nichts gestaltet. Deswegen sieht man da gar nichts. Aber mich stört das nicht. Ich weiß, wo es herkommt und deswegen habe ich mir auch den Friction zum Schreiben ausgesucht, weil der nicht durchdrückt. Es gibt ja viele Stifte, die dann doch ein bisschen sehr kräftig sind. Ich meine, ich schreibe gerne mit Kugelschreiber, aber die Gefahr, dass ich mich dann verschreibe oder irgendwas dann sich ändert und ich kann das nicht mehr entfernen, ist leider zu groß. Also ist das halt meine aktuelle Lösung und das hat eigentlich auch schon seit Jahren Bestand. Ich habe auch schon einige andere Friction-Stifte ausprobiert und muss sagen, der 0,7er gefällt mir am besten. Es gibt ja auch einen, so eine Art Druckstift, auch von derselben Firma, von Pilot. Ich meine sogar, der ist 0,5. Der ist aber mir zu fein und irgendwie mag ich das nicht. Also, ja, so viel Gelaber für eigentlich dann, was nicht zum Thema passt. Ja, also wir haben jetzt unsere Stiche gezeichnet, wir haben unsere Schablonierung. Jetzt geht es zum Stempeln. Ich habe mir hier ein altes Set von Stempelglede ausgesucht. Und Stempelglede, das sind so mitunter meine Lieblingsstempel. Und da dachte ich, wir machen das jetzt in derselben Blaufarbe, wie wir jetzt gewischt haben, stempeln wir auch. Das heißt, man erkennt das nicht 100%ig deutlich. Also ich weiß, dass es da ist. Ich kann es auch sehen, wenn ich davor sitze und das mir genau angucke. Aber es ist nicht so extrem ins Auge. Also es sticht nicht heraus. Es blendet in den Hintergrund. Also
Ich finde es total angenehm und es sieht aus nach Struktur und nach, ja, das Muster kann man halt erkennen, aber es ist total schön. Also ich denke mal, das werde ich auch demnächst auch auf meinen Karten ausprobieren, weil das ist halt das Gute. Der Planer, das ist etwas, was ich eigentlich außerhalb von YouTube und Instagram eigentlich keinem zeige. Das heißt, ich kann da spielen, ich kann da Sachen ausprobieren, wo ich mich vielleicht bei Karten nicht dazu traue. Und manchmal ist das auch, sage ich mal, wie jetzt in dem Fall, das war nicht Absicht. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach aus, mal gucken, wie es aussieht. Und dann sind das sozusagen diese positiven und glücklichen Fälle, wo man dann feststellt, ja, das ist echt schön. Für den Spruch habe ich mir gedacht, machen wir das in Grau, weil mir das so gefallen hat, dass das so in sich übereingeht. Und habe dann festgestellt, man erkennt das ja fast gar nicht. Also die Struktur ist zwar da, an manchen Stellen erkennt man das so ein bisschen schon, aber es war mir zu hell. Und da habe ich mir gedacht, okay, mit dem Blau hat es geklappt, mit dem Grau nicht wirklich. Also, naja. Aber auch das ist etwas. Man lernt jedes Mal dazu. Ich habe mich dann für den Grauton von Arcavil Ink entschieden, weil da weiß ich, der ist wirklich Bams. Das ist richtiger Grauton, der auch sticht und den man auch sofort erkennt. Und dann habe ich mir halt damit auch wieder so ein paar Abdrücke gesetzt. Wie ihr seht, der Stempel ist nicht montiert, den habe ich so lose in der Hand und ich drücke mir dann halt wirklich nur ein paar, ja, Stellen dann ins Papier. Ich möchte nicht komplett einen Stempelabdruck haben, sondern wirklich nur einen Ausschnitt davon. Hier ist Aquarellpapier. Ich habe mir meine Prickelunterlage drunter gelegt, damit ich etwas Weiches unter meinem Papier habe, damit der Abdruck besser klappt. Also ich meine, das war jetzt das erste Mal, dass ich das gestempelt habe und sofort perfekt. Ich hätte natürlich auch hier zwei, dreimal abstempeln können, wenn es nicht geklappt hätte, wäre es dann halt so. Aber das ist halt auch meine Empfehlung. Schaumstoff, Moosgummi, irgendwas in der Art, irgendwas Weiches drunter legen, wenn ihr mit Holzstempeln arbeitet. Das braucht ihr natürlich nicht mit der Stempelhilfe, da habt ihr ja quasi schon Schaumstoff mit drinne. Hier habe ich wieder das Stempelkissen auf einen Acrylblock drauf gestempelt, da ein bisschen Wasser drüber gesprüht und setze mir in meine ja, Spritzbox, in meinen Karton, ein paar Spritzer. Also ich habe die Seiten reingelegt und verteile halt mit dem Pinsel. Diesmal ein feiner Pinsel für feinere Spritzer. Ja. Das Ganze beiseite räumen, das mache ich ja immer so zwischendurch, dann hat das auch Zeit zu trocknen, weil das dauert schon ein bisschen. Jetzt habe ich wieder ein Stück vom Labelpapier. Und ich habe mir die Wochentage jetzt ausgesucht und stempel die in Blau, im selben Blauton wie vorhin, also Türkis, um genau zu sein. Natürlich wieder sauber machen und wegräumen. Und hier habe ich mir gedacht, das mit den Herzchen letzte Woche hat mir super gefallen. Nehmen wir das gleiche Stempelset dazu, aber keine Herzchen diesmal, sondern Kreise. Auch hier habt ihr beides, also einmal ein geöffnetes und ein komplett durchgehendes, geschlossenen Kreis. Diese habe ich jetzt im Grauton. Das graue Stempelkissen, was ich vorhin auch benutzt habe. Wie ihr seht, man kann es schon erkennen. Also es ist nicht so, dass der Stempel nicht, die Stempelfarbe nicht funktioniert. Der Farbton ist halt nur sehr hell. Also man kann es auch im Video, sag ich mal, sehen. Und in dieser Wochendeko passt es auch super. Aber das ist halt hell, ne? Das ist pastellig. Und irgendwie war mir danach, und das passte jetzt auch zu dieser Wochendeko. So, das Ganze natürlich ausschneiden, außerhalb der Kamera. Hier habe ich mir gedacht, ich habe noch Sprüche von Stempelglede. Das möchte ich doch gerne mit in meine Wochendeko verarbeiten. Am Ende ist das leider nicht auf meiner Wochendeko gelandet. Ich habe das beiseite geräumt. Es passte einfach irgendwie nicht. Und auch das ist etwas, was ich euch zeigen wollte. Ab und zu hat man Ideen, man probiert es aus und am Ende wird das verworfen. Ich habe mir die Wochen-Themen
also die Woche 10 jetzt hier mit Alkabel-Ink gestempelt. Das ist Hickory Smog, ein Grauton, den ich habe. Und die Woche selbst stempel ich dann mit dem Black Suit. Da habe ich leider wieder ein bisschen das Papier verschoben. Das hat mir nicht gefallen, also wieder alles wieder runter. Neues Stück Labelpapier genommen. Auch wieder so ein Reststück. Also ihr müsst nicht jedes Mal vier Bogen anfangen. Das wird so lange benutzt, bis der Bogen leer ist. Diesmal habe ich mit der Woche angefangen, die direkt in Black Suit gestempelt und dann die Wochentage quasi versetzt obendrauf. Natürlich die Stempel wieder reinigen und wegräumen. Die bleiben auch immer auf meinem Schreibtisch. Die benutze ich Woche für Woche. Hier ist Ecke-Stanzer in Kreisstanzer in 1 Viertel Zoll. Da mir das letzte Woche sehr gut gefallen hat, habe ich gedacht, okay, machen wir nochmal. Wer keinen Stanzer hat, ihr habt bestimmt, wie jetzt gezeigt im Bild, auch Kurbel-Stanzschablonen oder irgendwas in der Art. Also es muss nicht immer ein Handstanzer sein. Es geht natürlich mit dem Handstanzer schneller. Da ich den habe, benutze ich den auch. Aber für alle, die das nicht haben, gibt es auch halt andere Möglichkeiten. Das wollte ich euch halt hier zeigen. Ja, ich habe jetzt das Motiv dran gehalten, wo ich das ungefähr sehen möchte. Hier habe ich ein Washi-Tape von, ich glaube, von AliExpress. Das ist schon ziemlich alt und wie ihr seht, musste ich sogar mit Kleber das Ganze aufkleben. Leider hat sich dieses Washi-Tape sehr abgelöst. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, den vernünftig wieder anzulösen, dass das klebt. Also ich ziehe quasi die Papierschicht ab. Die Klebeschicht bleibt auf der Rolle. Das ist frustrierend, aber mit Kleber löst man alles. Dann habe ich hier Washi-Tape. Das müsste, glaube ich, von HEMA gewesen sein. In Grau, da, also so einfarbige, gemusterte, kann man sehr gut miteinander kombinieren. Die geben auch ein bisschen Farbe. Und da ich halt dieses Mal so ein türkis-grau geblieben bin, habe ich das dann halt auch im Washi-Tape dann wiederholt. Hier habe ich eine halbe Doyle-Stanze nochmal halbiert, also jeweils ein Viertel links und rechts aufgeklebt. Auch mit meinem Tacky-Glue. Das ist einfach ein Reststück von einer Karte und das lag hier rum und da habe ich gedacht, okay, warum nicht? Kann man auch benutzen. Es ist ja selten, dass ich was wegschmeiße. Es wird irgendwie alles wiederverwendet oder manchmal inspirieren einen auch solche Sachen. Hier habe ich mit Hellblau, also Washi-Tape in Hellblau, noch das Ganze erweitert. Das dünne Washi-Tape ist natürlich sehr schön für, ja, für die Endmontage, ja, ich weiß auch nicht, wie man es sagen soll, aber das ist halt so filigran, dass man das halt zum Schluss sehr gut verwenden kann. Hier habe ich Laminierfolie. Ich habe das mal getestet. Ich wollte eigentlich ein Video drehen für euch, was man so aus den Reststücken von Laminierfolie alles machen kann. Also wir hatten schon Schablone, wir haben jetzt hier Elemente. Man kann auch das Ganze embossen mit Prägefoldern. Ich habe es einfach ausprobiert. Man kann die kurbeln und selbst Schablonen machen, wie zum Beispiel im letzten Video mit den Kreisen. Und hier habe ich einfach Silhouettenstempel genommen und diese mit Weiß embossed. Da, wo das Emboste ist, mache ich dann halt den Kleber drauf und klebe mir die Elemente da, wo ich die haben möchte. Auf der rechten Seite habe ich einen Acrylblock draufgelegt. Ich wollte, dass das ein bisschen Kontakt hat und ein bisschen Gewicht von oben. Dann ist das meistens besser und leichter zu kleben. Vor allem dieses Doily darunter hat es auch nicht einfacher gemacht. Und ja, nachdem ich zufrieden bin mit meiner Komposition, klebe ich auch dann das Auto auf. Das Aquarellpapier ist, was das angeht, immer total einfach aufzukleben. Also es ist richtig schön stark. Ich meine, wenn ich mich nicht täusche, muss das sogar 300 Gramm schwer sein. Ich hatte auch noch einige Schmetterlinge. Die sind jetzt auf Transparentpapier
embossed. Die habe ich mir dann auch jetzt mitverarbeitet, beziehungsweise mit auf meine Wochendeko draufgeklebt. Ich meine, das sind so Sachen, die mache ich nebenbei. Ich probiere Sachen aus und die landen dann auf meinem Tisch. Und manchmal denke ich, okay, das passt jetzt ganz gut, das können wir verwenden. Für alles mitschneiden und alles drehen, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Aber ich kann euch zumindest hier im Video sagen, wie das entstanden ist. Ihr habt bestimmt irgendwo noch Stempel wie Schmetterlinge, Ranken, Blumen, irgendwas. Probiert das einfach aus. Hier habe ich die ausgeschnittenen Wochentage. Die werden jetzt auch aufgeklebt. Und das muss ja nicht immer an derselben Stelle sein. Schaut, wie eure Wochendeko aussieht, wo ihr Platz habt, was ihr vielleicht verdecken möchtet. Es gibt immer mal kleine Makel, Fehler oder was auch immer. Klebt was drüber. Dann sieht es auch keiner. Wenn man es nicht gerade weiß oder wie ihr hier in meinem Video sieht, dann, ja, dann weiß es einfach keiner. Ich habe mir wieder meine Distress-Reinke rausgekramt und man sieht halt bei Aquarellpapier, da brauche ich nicht groß nachdenken. Es funktioniert, es verwischt, es bleibt nicht ein Klecks über wie jetzt das letzte Mal mit meiner Karteikarte. Ich habe mit Grau gestempelt und wie ihr seht, wenn ich sozusagen mit der Farbe über die Kante drüber gehe, das scheint auch so eine Art sich einzufärben. Also es ist der Übergang ist dann noch ja, sanfter kann man sagen. Das ist halt anders, wie wenn ihr das Ganze in Schwarz stempelt. Schwarz ist halt ein sehr dunkler Farbton und manchmal passt es gut. Manchmal ist aber sowas wie jetzt hier in Grau oder Braun gestempelt einfach viel schöner oder ich sag mal passender. Also dadurch, dass die Wochendeko an sich sehr pastellig und hell gehalten ist, habe ich dann auch gedacht, dass ich dann das Stempelmotiv selber auch in Grau stempeln möchte. Ich habe mit einem Türkiston angefangen und mein Auto erstmal ausgemalt. Also habe ich mir erstmal keine großen Gedanken gemacht, wo was ist. Habe meinen Stempel, der ist ja von Action, an der Seite gelegt, um halt zu sehen, was ist wo und wie ist dann sozusagen das Beispiel gedacht mit dem Ausmalen. Also man hat ja nicht immer eine kolorierte Version dabei. Die Holzstempel von Action haben das aber und warum nicht benutzen? Für die Räder und die unterste Seite des Autos habe ich dann einen Grauton eingearbeitet. Ich meine, klar, Reifen sind schwarz, aber schwarz ist nicht gleich schwarz. In der Sonne wirkt das halt anders. Und ich fange halt beim ersten Anstrich quasi immer mit der helleren Farbe an. Und in dem Fall eignete sich halt Grau am besten. Hier kommen schon die Blätter. Auch hier erstmal einen relativ zarten Grünton und zarten Anstrich. Also ich meine, es ist noch nichts schattiert. Es ist, also ich lasse an manchen Stellen das Weiß so ein bisschen offen. Hier habe ich einen anderen Grünton genommen, damit halt die Blätter auch ein bisschen anders wirken. In meinem gleichen Farbton ist halt in dieser Komposition langweilig. Hier sogar ein dritter Grünton, der ist so ein bisschen tielfarbend, also so ein bisschen bläulich. Und hier war es teilweise auch schwierig zu erkennen, was davon sind Blätter und was gehört schon zu der Blume. Bei der Blume habe ich dann auch einen Türkiston genommen. Ich dachte, naja, vielleicht ist das zugleich zum Auto. Aber nachdem ich dann halt die Farbe aufgetragen habe, war ich doch schon recht glücklich, wie das Ganze wirkt. Also es ist dann nicht zu viel Farbe, nicht zu viel verschiedene Töne. An sich einfach stimmig. Und das Auto werde ich zum Beispiel gleich auch ein bisschen mit Braun versetzen, beziehungsweise mit einem Rostbraun. Dann wird sich das auch ein bisschen mehr von den Blumen abheben. Hier wird auch schon mit Braun schattiert.
Je nachdem, wie groß die Blätter sind, könnt ihr natürlich auch dementsprechend auch Farbe dosieren. Das heißt, bei einem großen Blatt könnt ihr mehr mit Braun arbeiten. Sind die Blätter feiner und kleiner, dann wäre natürlich der gleiche Farbanstrich, da wären die Blätter komplett braun. Da müsst ihr halt ein bisschen reduzieren und weniger von der Farbe einarbeiten. Die Blume habe ich auch mit Braun schattiert und hier kommt der Rost. Also an sich habe ich mir gedacht, ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Und als ich angefangen habe, dachte ich, irgendwie passt das auch. Also es ist ein altes Auto, ein alter Truck und an sich, ja, die sind oft rostig. Und das passt irgendwie auch zu dem Goldton oder zum ganzen Bild. Hier habe ich angefangen mit Schwarz, das Ganze abzudunkeln und ja, meine Reifen hervorzuheben. Habe das Innere des Reifen auch schwarz angemalt. Und auch da habe ich nicht übertrieben. Also ich habe den Reifen einfach mehr oder weniger grau gelassen. Ich habe nur ein bisschen Schatten gesetzt. Auch hier unter den Blumen, da wo die Sachen quasi Schatten werfen würden. Das habe ich verstärkt und angedeutet. Ein bisschen auch am Glas. Und das war es auch schon. Das war auch schon die ganze Koloration. Ich habe mir. Genau, den Nouveau Shimmer Pen genommen. Ich dachte zuerst, ich nehme einen Glitzer-Gelstift, aber irgendwie malten die alle nicht. Ja, mein Nouveau Shimmer Aqua Gloss, der funktioniert immer. Jetzt fehlen uns noch die Wochentage und die Wochenlänge. Und dann sind wir auch mit dieser Wochendeko schon durch. Also, ich muss sagen, mir gefällt sie ganz gut. Ich bin auch sehr zufrieden, wie es am Ende aussieht. Und das hat mich dann auch zu den Monatsblättern inspiriert. Und ich dachte, bei mir wird der März pastellig. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.